Na hallo, hallo, ich hab hey, willkommen zurück, wo wir hier am Freibierstand sind, wo ich das ganze Bier schon gesoffen habe. Hey, komm her, hey. Mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Ein paar Fässer ist gut, wenn ich sehe, was da hinten noch steht. Na dann, grüß dich, Bartok, du bist doch der komische Kerl hier, der Ex-Azubi. Vom Bossbau oder was? Hey, Ulf. Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Wer sind die drei Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Coragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Bund mit dem Feuer? Also werdet ihr mal zu Kaminholz, oder was? Bring mich zum Kloster, ist klar. Da habe ich ja mal gar keine Lust drauf. Kann ich mit dem quatschen eigentlich hier oben, mit dem Herold? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens. Aber ich denke mal nicht, dass der viel zu erzählen hatte. Ich bin im Dienst. Dachte ich mir schon, so ein Herold ist beschäftigt. Na gut, reden wir mal mit dem Bartok. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern. Dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Ich zum Beispiel, habe ich nicht gesagt. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen, in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Bospa einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Das ist aber echt cool, geht rein. Och, Kinder, da, ach, den Bogen nehme ich gleich mal mit und dann wieder rausschlendern, als wäre nichts gewesen. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Total uninteressant. Wo ist dein Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Coragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab im Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Also hier verschwinden doch ganz schön viele Leute, hört mal also. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bospa verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Das klingt gut. Später. Ich komme nochmal auf dich zurück, mein Freund. Denn jetzt gehe ich mir erstmal den Segen der Götter krallen. So Stück für Stück. Machen wir hier alle Aufgaben, die uns gestellt werden. Und mit dem Vatras muss ich ja sowieso noch reden. Ich habe ja auch von Kavalon noch das Zettelchen und alles. Gruß und Kuss.
Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Bitteschön. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalon, dem Jäger. Kavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. War auch nicht schwer. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Kavalon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Warum nicht? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dir vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Es werden bald schreckliche Dinge passieren. Schreckliche Dinge also, Woher weißt du das? Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aha. Und deshalb hast du dich auf den Weg gemacht. Wer bist du eigentlich? Ich bin ein Abenteurer aus dem Süden. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist also ein Abenteurer aus dem Süden, der irgendwo aufgeschnappt hat, dass bald schreckliche Dinge geschehen werden. Das klingt glaubwürdig. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Ich glaube, du verschweigst mir etwas. Ja, das ist ziemlich alles. Wenn du Sorge haben solltest, dass ich das, was du mir erzählst, weitergebe, so kann ich dich beruhigen. Ich habe geschworen, alle Geheimnisse, die mir anvertraut wurden, für mich zu behalten. Und was ist mit den ganzen Leuten hier? Sie verstehen nur die Hälfte von dem, was ich ihnen predige. Mach dir also keine Sorgen. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Was ist das für eine Botschaft? Ach, na gut. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Sind die auch? Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen.
Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig, obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Zauberwürfel? Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? ...solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Ja gut, okay, ich kümmere mich da um einige Sachen, aber... Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Der gute alte Laris, früher Anführer der Banditen des neuen Lagers. Aha. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Kann ich machen. Zack. Das werde ich tun. Wegen der vermissten Leute. Ja? Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Ich bin nützlich, das merkt er jetzt schon, ich bin nützlich. Okay, guck mal. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Gut, dann bitteschön. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Oh, na, das ist schön. Gib mir mal mehr. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Habe ich gut gemacht, oder? Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Oh, da denke ich gerade dran. Wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Oh, mir fällt gerade ein, dass wir echt viel Geld noch brauchen in dieser Stadt. Heieieiei, woher bekomme ich nur all die Knete? Na gut, wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal den Segen ab. Eiskalt. Ich gehe erstmal um all die wichtigen Leute drumherum, weil ich nicht weiß, ob die mich ansprechen. Ich will erstmal die Sache hier machen. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle, da beißt die Maus keinen Faden ab. Mein Mann sieht das anders. Gib mir mal ordentlich Knete ran hier. Was du nicht sagst. Ich glaube da nicht. So, Grüße, Feuermagier. Grüße, Daron. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Inos spenden. Ja?
Das ist mein Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich... Typisch Kirche, ganz ehrlich. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Gedeilos Saxarstio! Das darfst du keinem erzählen. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du... Ach, verdammt! Er sollte lieber den Mund... Lass mich sehen, was du dabei hast. Hätte ich das gewusst. Ah, ja. Hätte ich nicht so viel Gold ausgepackt. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne den Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Hier hätte ich jetzt viel Geld sparen können. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Bei dem können wir jetzt nämlich noch öfter spenden und da gibt es dann auch sehr, sehr, sehr tolle Boni, sage ich mal, wenn wir das tun. Aber ich habe ja gerade sowieso nicht so viel Gold auf der Tasche liegen. Ah, mit dem... Oh, nein, nee, du sollst mich nicht ansprechen. Ich habe Angst, Mutti, ich will nach Hause. Geht doch alle mal weg. Was gibt's denn überhaupt so für Händler? Na, eigentlich ist mir das gerade relativ schnuppe erstmal. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserem Lehrmeister. Oder besser gesagt zu dem Handwerksmeister. Auf das er sich erfreue daran, dass wir den Segen der Götter empfangen haben. Da wird er richtig glücklich sein, oder? Das weiß ich sofort. Und dann können wir nämlich beim nächsten Mal was anderes angehen, wo wir gleich zwei Lehrmeister abhaken können, wenn es gut läuft. Wo renne ich denn hin? Hier muss ich sein. Hey, Grüße. Du. Wie steht es mit deiner Zustimmung? Oh yeah, Level up. Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Da habe ich hier schon wieder den nächsten Segen rein. Das ist doch eine schöne Sache. Und dann müssen wir rein theoretisch jetzt wieder zurück zu unserem Typen beim Freibierstand, damit der uns ein bisschen unter die Arme greift, was das Jagen angeht. Denn ich habe ja noch nicht mal eine ordentliche Rüstung dabei, was mir übrigens doch einiges an Bauchschmerzen bereitet. Aber ich weiß gerade auch nicht so recht, wie wir an Kohle kommen könnten. Ich habe da noch ein paar kleinere Ideen. Vielleicht sollten wir doch erstmal noch ein bisschen in der Stadt bleiben, weil es gibt da doch so ein paar Dinge, an die ich mich gerade erinnere, wie wir doch ein bisschen an Kohle kommen können. Denn ich würde mir doch ganz gerne die Lederrüstung kaufen, bevor wir die Stadt wieder verlassen. Das klingt für mich nach einer ziemlich guten Sache, deshalb gehen wir doch zunächst einmal in eine andere allgemeine Richtung, nämlich Richtung Hafenviertel, wo es ja doch noch so einiges zu tun gibt, denke ich mal. Hi. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hast du was zu verschenken? Nein. Aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Wäre eine Option, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mit wem kann ich denn hier noch plaudern? Bist du zum Plaudern da? Nee, nicht wirklich. In deine Häuser darf ich ja mal... In die Häuser hier darf ich wahrscheinlich nicht groß rein. Hier gibt's Schäfchen, ich grüße euch. Hi. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Das klingt gut, Gold brauche ich. Dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran.
Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Das klingt ja wirklich gar nicht mal so schlecht. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellern macht sie noch verrückt. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Na gut, dann müssen wir uns also auf jeden Fall um diesen Fellern kümmern hier, die armen Schafe, Mensch. Es kann doch nicht sein, dass ihr durchdreht, meine kleinen Engelchen, oder? Na gut. Leute, ihr ahnt es schon. Für heute ist wieder einmal Schluss. Beim nächsten Mal werden wir das Hafenviertel erkunden. Schon allein, um ein bisschen Kohle zu kommen, ein bisschen Kohle zu maken, bisschen Geld zu kriechen und so weiter. Wir machen Schluss. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Lord Peter. Zicke, zacke.